Seht euch das an, Kinder. Bertha denkt allen Ernstes, sie könnte uns mit diesen Spielzeugmausen vor allem platt machen. Ha, hab ich dich. Ach ja, schon wieder. Ja, ich schon wieder. Hallo Kinder, Kinder, ich bin's, der kleine Kunde Kobold. Und das hier ist Heiner. Heiner wie keiner. Du meinst wohl, keiner für Heiner, alle für Kalle. Na, kennst du den Spruch? Na, von deinem Kollegen Kalle. Ach, der kleine Hosenschisser. Na, der kennt doch unsere Devise. Heiner für alle, alle für Heiner. Na, ich bin der Chef der Rattenbande. Ja, ich weiß. Wo sind deine Kollegen? Na, immer noch im Tierheim. Ach so? Ja, mit Ausgangssperre. Ja, und du? Ich hatte Glück. Ja, ein kleiner Junge hat mich mitgenommen als Haustier, weil ich der Schönste und der Dickste bin. Ja, erst war ich ganz artig und hab fein Kunststücke gemacht und dann bin ich abgehauen, als er geschlafen hat. Ja, und deine Kollegen? Ja, für die organisiere ich gerade was zu essen. Ja, die kriegen ja nur Haferschleim im Tierheim. Da kannst du ja nicht fett werden von. Ja, ich sage immer, alle für einen, einer für alle. Merkt euch das, Kinder. So, und jetzt nehme ich den Kuchen von der Bertha mit. Kuchen? Bertha hat Kuchen gebacken? Ja. Guck, ja. Also, bis gleich. Wiedersehen, Kinder. Kinder. Habt ihr das gehört? Das tut mir jetzt schon wirklich leid. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu kam, dass Kalle, Jörn und Heiner ins Tierheim mussten, dann findet ihr unter www.gesichtenaus.de die ganze Folge Silvester in Not und das Video von unserem Theater, das findet ihr auch auf YouTube. Ich muss jetzt dem Heiner helfen. Das geht ja so nicht. Die können doch nicht nur Haferslime essen. Wiedersehen, Kinder, wiedersehen.